und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft live in the Woods. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben, mit der Gifty zusammen bei mir auf Reisen gehen wollten. Jetzt allerdings würde ich aber gern wieder erstmal Richtung Heimat. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir die Koordinaten, ne, also ich habe eigentlich Set Home gemacht und komme nicht zurück und hast du nicht gesehen, jetzt darf ich mich hier durch alles wieder durchschlagen. Ja, das ist eigentlich so der Grund jetzt. Gifty ist nun nicht mehr mit dabei. Also wie gesagt, die war ja auch nur mal so zu Besuch mit dabei. Kann man ja mal machen, würde ich sagen, oder? Geht aber, ja, kann man mal machen. Einfach mal so, nur als Gast jemanden einladen, ist auch mal schön. So, wir müssen irgendwo hier nicht rüber. Da, in die Richtung müssen wir. Dass wir erstmal auf den X-Wert kommen, ne? Der X-Wert ist im Übrigen 903. Dauert noch ein Stück. Also, wir laufen jetzt erstmal schön zurück. Ich verstehe auch nicht. Mich ärgert es halt wirklich noch ein bisschen mit dem Akazienholz. Boah, das ist wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich, dass wir da nichts in der Gegend haben. Weil ich wirklich dieses Dach aus dem Akazienholz machen wollte. Aber naja, was willst du machen? So, naja, Sonne geht unter. Ich würde sagen, dann einfach mal hier irgendwie so irgendwas basteln, wo wir schnell mal ein Bett reinstellen können. Reicht der Platz? Ich weiß gar nicht. Machen wir hier noch ein bisschen Platz. So und so und so. Haben wir denn Erde? Haben wir noch? Naja, komm, sicherheitshalber. So. Bett. Und gutes Nächtle. Oh, was war denn das? Alter, fällt sie halb durch die Welt durch. So. Bett wieder mitnehmen. Creeper oder so. Nee, gut. Welche Richtung war's? Irgendwo dahin, ne? Kommen wir von da drüben? Echt? Ernsthaft? Okay, dann laufen wir einfach mal drüber. Im Großen und Ganzen, ich wollte noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, was das ganze Gedöns jetzt um meinen Kanal. Wer immer schön eingeschaltet hat, natürlich mitbekommen, dass ich jeden Tag so 3 Videos hochgeladen habe. Ne, das war das Live in the Woods hier, dann Live in the Woods Multiplayer oder Let's Play Together und ja, GTA normal, dann GTA Funny noch und irgendwann ist halt einfach mal zu viel geworden. Irgendwann wurde es zu viel und dann musste ich mir eingestehen, Alter, okay, mit Arbeit, allen drum und dran, schaffst du nicht mehr. Schaffst du nicht mehr, wird nix. Leider auch. Ich bin auch ehrlich, ich muss sagen, ich hätte mir viel, viel mehr Aufrufe versprochen. Also ich mache nun nicht gerade mindere Qualität oder so. Es hat vielleicht ab und zu mal ein bisschen geruckelt zwischendurch. Aber deswegen muss man doch jetzt gleich niemanden verurteilen. Muss man nicht. Es macht alles verdammt viel Arbeit. Das Eisen. Es macht alles verdammt viel Arbeit. Ich glaube, das kann man auch. Es sollte man auch in einem. Ja, man sollte das auch ein bisschen respektieren, weil es macht mega viel Arbeit, das alles zu machen. Wenn man halt das alles nur nebenberuflich macht, ist es wirklich verdammt viel Arbeit. So, deswegen. Ich bin beruflich momentan sehr angebunden, viel unterwegs. Ich schaff's halt einfach momentan nicht mehr.
Deswegen erstmal jetzt so ein, naja, ich möchte mal sagen, einen kleinen Stopp reingeschmissen. Ach, guck mal, da ist unser Zaun. Cool. Deswegen ein kleiner Stopp reingeschmissen jetzt erstmal alle paar Tage. Wir machen alle paar Tage, ja, vielleicht auf, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Also so, es waren jetzt ein paar Tage Pause, sagen wir so. Live in the Woods läuft jetzt weiter, möchte ich gern weiter normal machen. Dabei wird es aber auch erstmal bleiben. Ne? Wir machen das Live in the Woods hier. Und vielleicht, also ich würde gern GTA weitermachen noch mit. Ne? Die Heist-Mission, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Macht bestimmt dann auch mega viel Spaß zusammen mit dem Smoker und der Gifty zusammen und dem Roro eventuell noch. Und ja. Bei den anderen läuft da jetzt noch ein Projekt an. Aber das wäre dann schon wieder zu viel für mich. Es wäre dann leider schon wieder zu viel für mich, denke ich. Ja, man muss sich halt irgendwann auch mal eingestehen, Alter, puh, du schaffst es einfach nicht. Du schaffst es einfach nicht, weil du hast so mega viel zu tun. Ja, kann man nicht machen. Gerade ich habe so einen Job, wo ich sagen muss, Alter, hier, Überstunden sind nun halt mal kein Problem, die sind nun mal da. Man muss das Easygoing wegstecken. Und ja, ist alles nicht so einfach. So, wo war denn die Essenskiste? Die war hier, ne? Packen wir erstmal das hier rein und das und das und Leder. Hatten wir noch irgendwo Leder? Also können wir gleich noch einen Ruck. Tatsache, wir können tatsächlich noch einen Rucksack machen. Da haben wir drei Rucksäcke. Wir haben die Koordinaten, falls irgendwas ist, können wir immer wieder hierhin zurückkommen. Ich würde vielleicht gern mal in eine andere Richtung laufen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin vorher. So, Musik wie immer. Wollte ich noch sagen, no copyright sounds. Auf YouTube, auf Twitch. Immer erreichbar. Kriegt man immer irgendwo coole Musik her. Und ich habe immer noch keine Rezepte gelernt. Weil es ist auch mega umfangreich. Mega umfangreich. Gucken wir mal hier rein. Guck mal, hier haben wir auch noch Fleisch. Kapoktuft. Was ist ein vegan? Eine vegane Option. Okay. Kapoktuft. Muss man haben heutzutage. Das ist ein absolutes Muss. Kapoktuft. Ist auch voll mein Ding. Egal wer was sagt, Kapoktuft ist das Ding überhaupt. So, nee, wollte ich gar nicht. Hier. Bam. Ah, das Fleisch sieht ein bisschen komisch aus bei mir hier. Ihr könnt ja einfach mal... Warum habe ich das jetzt reingeschmissen? Ihr könnt ja einfach mal ein bisschen schreiben, was ihr so sehen wollt für Gerichte. Am besten also die Rezepte gleich mit dazu packen. Damit ich auch weiß, was es ist, auf was es hinausläuft. Den Salat das mal einstecken. So, wo haben wir denn... Warum ist denn eigentlich das Zeug hier drin? Verstehe ich nicht. Gifty, verstehe ich nicht. Warum sind die Zahnzapfen da drin? So, der andere war leer, ne? Ja, der war leer. Pass auf, wir machen gleich noch einen. Oh, ich finde das mit den Rucksäcken mega. Ich finde das richtig mega mit den Rucksäcken. Richtig cool gemacht. So. Was ist das überhaupt? Parasolpilz. Mensch, was die Gifte hier nicht alles reinpackt. Hauen wir mal die zwei Blätter schnell nochmal hier hin. Ach, ist schon alles voll. Mensch, da können wir ja hier, eigentlich könnten wir ja noch mehr anpflanzen, ne? Wo ist die Pflanzhacke? Die war doch hier irgendwo im Rucksack. Hier, guck mal, da. Nehmen wir die mal fix. Und bevor wir dann wieder losziehen und... Ich habe jetzt sowieso nichts zum Pflanzen mit dabei, ich bin doch so blöd. Bevor wir dann irgendwie wieder los... Jetzt geht's Mausrad nicht. So, bevor wir irgendwie wieder losziehen... Ach ne, eine Axt haben wir ja noch. Okay.
Okay, Axt haben wir noch. Das war schon wieder daher geschwätzt. Es war einfach nur geschwätzt. So, 5 Eisen haben wir noch. Federn, eine Keule. Die können wir eigentlich noch in den Ofen reinschmeißen. Wie sieht's denn aus? Irgendwie mein Mausrad, ne? Das, keine Ahnung. So, komm, brutzel durch die Dinger. Ich will los. Oder machen wir doch fix noch was anderes. Ich würde sagen, wir holen fix noch Bambus. Wir holen fix noch Bambus, damit wir die Komposte wieder auffüllen können. Es ging ja jetzt auch hier runter, ne? Oder? So. Einmal Bambusernte bitte. Ah, das ist echt mega. Blub, 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 blub. Also wie das manchmal einfach nur so rumspackt. Einfach mal alles wegmachen. Wir haben genug Rucksäcke mit dabei. Da können wir noch gleich alles drinnen verstauen. Und hast du nicht gesehen. So viel ist es gar nicht. Noch nicht. Schön. Einmal alles weggeballert. Ach, da ist ja noch ein Haufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir natürlich alles mitnehmen. So. Und einmal neue Pflanzen, bitte. Eigentlich wollten wir das ja auch noch ein bisschen vergrößern, ne? Dass es noch ein bisschen mehr wird, weil das ist ja jetzt nicht so sehr viel hier, was wir hier haben an Bambus. Aber ich würde es halt, ich weiß halt, ich würde es halt gerne weiter wegmachen, weil das sieht schon ein bisschen blöd aus, so eine Bambusfarm hier. Mitten neben Haus, das ragt das ganze Gelumpe immer hoch, das ist wie so eine übelste Front. Ah, ist noch nicht so. Gift die Meinte hier. Ah ja, hier haben wir ja noch ein bisschen vergrößert. Dann machen wir hier halt erstmal so und so. Einfach, dass wir nur ein bisschen vergrößert haben hier. Damit es sich auch wirklich richtig lohnt. Alter, aber das ist schon wieder dunkel. Gibt's ja wohl nicht. Wo gibt's denn sowas? Drin, aber war nicht so. So, machen wir einfach mal so und so und so und... Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so und gehen mal ins Bettchen. Türe zu. Was ist denn hier eigentlich los? Der Eingangsbereich gefällt mir im Übrigen auch noch nicht. Müssen wir auch noch ein bisschen was dran machen. Guten Tag! So. Da geht unsere schöne Sonne wieder auf. Wenn nur das Dach schon fertig wäre, weißt du? Das ist so ein... Naja. Das wäre schön. So, kriegst du hier einfach mal voll so mit dem, was wir jetzt geerntet haben, gerade mal ein Kompost so voll halbwegs. Ist auch ein bisschen mau, ne? Deswegen haben wir jetzt mal ein paar mehr angepflanzt da unten.
Wir sind erstmal wieder zu Hause. Das war jetzt erstmal in dieser Folge das Wichtigste für mich überhaupt. Und ja, so langsam mache ich mir schon Gedanken. Alter, Mensch, wollen wir das Dach nicht doch aus irgendwas anderem machen? Vielleicht dieses Holz von dem Baum da hinten, was ihr seht, das ist so ein bisschen so leicht grünlich, ne? So, vielleicht machen wir da unser Dach draus. Dass wir erstmal das Haus hier fertig haben und dass wir dann immer noch sagen können, pass auf, wir ziehen weiter, wir machen noch ein Haus und ich würde auf jeden Fall gerne eine Karte machen. Eine Karte, dass wir uns Wegpunkte setzen können und ja, dass wir einfach nicht mal überall rumbummeln müssen und gucken, ah, hier Koordinaten, bla bla bla. So gucken wir schnell auf die Karte und gut ist, weißt du. Und das machen wir alles nächstes Mal. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es wieder heißt, der Ostwind spielt live in the Woods im Singleplayer. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Grüße an TPchen.